Stell dir vor, es ist Fernsehen und alle sehen hin. Der Durchschnittsdeutsche schaut jeden Tag 3 Stunden Fernsehen. 3 Stunden. Eine sitzende Tätigkeit, bei der man sich höchstens bewegen muss, wenn Bier, Cola oder Chips alle sind. Was konkret gesehen wird, ist weniger davon abhängig, was kommt. Egal was kommt, solange man es einschalten kann, also technisch, wird es eingeschaltet, wird es gesehen. Fernsehen ist für immer mehr Deutsche zum verlässlichsten Partner im Alltag geworden. Fernsehen ist 24 Stunden für dich da und es ist deiner Meinung. Eine eigene musste man sich früher bilden. Heute bildet man sich ein, im Bilde zu sein, wenn man Bild empfängt. Kleiner Nebeneffekt, wer lange genug in den Kasten starrt, für den lösen sich alle Fragen auf. Er ist empfangsbereit und wird verstrahlt. Was von außen wie Meditation wirken könnte, das völlige Ruhen in sich selbst, ist beim Konsum von täglich 3 Stunden Medienmüll in Schnipselform, Fernsehen wird nur noch in Seppform konsumiert, ist in Wirklichkeit vergleichbar mit dem Zustand, in dem man gebracht wird, wenn man auf dem Weg in eine OP ist, ein Eingriff unter Vollnarkose ansteht. Fernsehen ist Narkose, nur dass der User sein eigener Narkosearzt ist und noch während er wegdämmert an der Dosierschraube dreht. Im Krankenhaus wäre ein selber unter Narkosemitteln stehender Narkosearzt, während er arbeitet, ganz schnell seinen Job los. Er bekäme ein Verfahren wegen Fahrlässigkeit in den Hals und könnte seinen Hut nehmen. Im richtigen Leben ist es dem Privatier erlaubt, sich daily mittels TV selber zu sedieren, obwohl das eigentlich unter Selbstverstümmelung laufen müsste. Diese Selbstverstümmelung ist Teil eines Geschäftsmodells, das vor allem darauf setzt, Menschen, egal womit, möglichst lange in diesem Zustand vor der Kiste zu halten. Es geht den Herstellern von Massenprogrammen für Massenmedien dabei nicht um das Programm. Es geht um die Werbung dazwischen. Jedes deutsche Kind hat sich, noch bevor es zur Schule kommt, tausende von Werbespots selber verabreicht, denn Fernsehen hat schon lange große Teile des Erziehungsauftrages übernommen. Das Fernsehen übernimmt, wenn die Eltern sich mit der Kindererziehung übernommen haben, wenn sie Sex oder ihre Ruhe oder beides haben wollen. Dann dürfen die Kleinen an die Macht, also die Fernbedienung. Kinder in Deutschland werden schon lange von Markenherstellern formatiert. Das Kind wird sein ganzes Leben lang Haribo, Toyota oder Persil mehr vertrauen als allen persönlichen Erfahrungen oder seinen Eltern. Warum? Weil Markenhersteller bleiben. Während Papi und Mami sich mehr oder weniger von den Kindern abwenden, um sich mit den Fragen zu beschäftigen, die sie von Günther Jauch präsentiert bekommen. Markenherstellern, das lernst du früh, kannst du nicht entkommen. Es ist besser, sich gut mit ihnen zu stellen. Sie begleiten dich dein ganzes Leben und üben direkt oder indirekt sozialen Druck auf dich aus. Ohne die neuen Adidas aus dem TV-Spot in der Schule zu erscheinen, kann ganz schnell bedeuten, die Fresse poliert zu bekommen. Das ist nicht ab und an so, das ist Standard. Und jeder, der jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlägt, ist etwa so naiv oder so verlogen wie der Bundesverteidigungsminister. Wenn er jetzt die gesamten Streitkräfte durchleuchten lässt, auf der Suche nach Ritualen, die dem Geist der Bundeswehr zuwiderlaufen. Hallo? Ob die Mafia interne Codes hat? Ob im Vatikan gemauschelt wird? Ob Großbanken alles versuchen, um noch mehr Asche zu machen? Zurück zum Fernsehen. Deutschlands Leitmedium Nummer 1. Hier wird die Latte für asoziales Verhalten gelegt, also vor allem tiefer. Hier werden Danebenbenimmregeln via Drill vermittelt. Das, was wir an Verrohung vor der Glotze aufnehmen, wird dann 1:1 in den Alltag übernommen. Von wem genau? Von all jenen, die eine Welt außerhalb des Fernsehens nur noch als Zwangspause ansehen. Und das sind immer mehr. 90% jener, die das jetzt im Radio hören, schalten spätestens 18 Uhr das Radio aus und das Fernsehen ein. Radio hört man nur dann, wenn es schlicht nicht möglich ist, Fernsehen zu gucken. Zumal, weil man Auto fährt oder unterwegs ist oder das Internet-TV auf dem Handy dauernd abreißt. Fernsehen ist Pflicht, wenn man mitreden will. Und geredet wird dann über Wochen in diesem Land immer nur über das Format, das zurzeit die Quoten anführt. Merke, wir alle sind Nachahmer. Wir ahmen das nach, was man uns vorsetzt. Setzt man uns Scheiße vor, ahmen wir Scheiße nach. Wenn im Dschungelcamp die niedersten Instinkte bedient werden, bleibt das deshalb nicht ohne Wirkung auf den Restalltag des Zuschauers. Gehässigkeit, Sadismus, Voyeurismus, also der Treibstoff dieses Formats, wird nach der Show im Alltag weiter und autonom angewendet. Und zwar auch an jenen, die das Dschungelcamp gar nicht gesehen haben. Du kannst auch dann RTL-Opfer werden, wenn du gar keinen Fernseher hast. Es ist wie früher mit Rauchern. Es reichte eine Handvoll Tabakfreunde, um einen ganzen Club in einen Ort zu verwandeln, an dem es Krebserreger in der gesamten Atemluft über den gesamten Abend for free gab. Mit welcher Arroganz man Menschen, die einem offensichtlich unterlegen sind, quotenbringend fertig macht und bricht, zeigen uns seit Jahren sämtliche Castingshows. Hier wird zur allgemeinen Erheiterung Menschenmüll produziert, den man dann wegwirft. Was ist eigentlich aus Latko geworden? Aber auch beim Dauerzuschauer wird Schaden angerichtet. Am Endgerät entstehen Personen, die zum Beispiel mit 15 schwanger werden und dann die Supernanny von RTL brauchen, damit ihnen und ihren Eltern klargemacht werden kann, dass Kleinkinder fast jeden Tag trinken müssen, sogar wenn die Erziehungsberechtigten kollektiv schon wieder vor der Glotze sitzen, um sich den dritten Blockbuster in Folge reinzuziehen, nachdem sie zuvor mit den neuesten Folgen abartiger Nachbarn konfrontiert wurden, die echt zu doof waren, um ihren 15-jährigen Kindermüttern zu zeigen, wie man Säuglinge ernährt. Fast wie bei uns.
Fernsehen ist, wie der Name erkennen lassen könnte, ein Gerät, das erfunden wurde, um damit in die Ferne zu sehen. Die Ferne war für den Otto-Normalbürger noch in den 60ern kaum erreichbar und fing in Europa an. Italien zum Beispiel oder Spanien waren so weit weg wie der Mond. Das Fernsehen brachte das Ausland in deutsche Wohnzimmer. Was den Menschen dabei klar wurde, war, dass wenn sie zum Beispiel in der Ferne das Elend sahen, nicht helfen konnten. Das Elend war zu weit weg und man selber hatte gerade den Krieg überlebt. Fernsehen erzog zwangsläufig dazu, hilflos zusehen zu müssen, wenn es um Dramen in der Welt ging. Der TV-Zuschauer lernte mit der Erfindung des Fernsehens hinzusehen und hinzunehmen. Diese Erkenntnis wurde nicht korrigiert, als das Fernsehen immer mehr den eigenen Nachbarn ins Visier nahm. Auch wenn das Elend jetzt direkt vor der Haustür stattfand oder inszeniert wurde, solange es im Fernsehen zu sehen war, war es in der Ferne. Man hatte gelernt, nicht helfen zu können, auch wenn man wollte. Heute wollen wir auch nicht mehr. Was wir wollen, ist, dass das Fernsehen immer und immer weitergeht. Und die Macher des Programms wissen das. Spannungsaufbau und Cliffhanger-Techniken werden so geschickt oder fortgebracht, wie Drogenhändler Koks und Heroin zu Schnupperpreisen auf Schulhöfen verticken. Der erste Schuss geht aufs Haus. Die Spritze des TV-Junkies ist die Fernbedienung. Und damit jeder seine ganz spezielle Droge nicht teilen muss, hat heute jeder Haushalt im Idealfall einen Flachbildschirm pro Person oder Zimmer. Je geringer die Bildung, desto moderner das Modell. Aus dem Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Oder besser, ich bin noch nicht alleine blöd. Verblöden in der Gruppe 16:9, eine Erfahrung, die heute Event heißt und dabei hilft zu übersehen, dass das meiste Programm immer noch 4:3 ausgestrahlt wird, also auf dem neuesten Flachbildschirm verzerrt erscheint. Aber das merkt keiner. Jeder, ausnahmslos jeder, der sich zum Beispiel von Formaten wie Dschungelcamp länger als 3 Minuten gut unterhalten fühlt, ist bereits auf einem Niveau angekommen, das auf den Straßenverkehr übertragen als Mitschuld bezeichnet wird, wenn es knallt. Der TV-Junkie hat übersetzt gesprochen permanent Restalkohol im Blut. RTL Enthemmer, unter dessen Einfluss er das aktuelle Programm beurteilt. Es ist keine Ausrede, dass man ja nur ganz kurz reingeseppt ist in die Falle und ja auch nur ganz kurz mal sehen wollte, wie asozial das ist, was die anderen sich da voll krass daily reinziehen. Es ist keine Entschuldigung, dass ja alle das machen, also ausnahmslos alle Medien darüber berichten. Daily, selbst seriöse Tageszeitungen oder Nachrichtenmagazine drucken auf Sonderseiten die Bio der Kandidaten ab, als hätte man es mit Nobelpreisträgern zu tun. Täglich wird in der Bundesrepublik Bilanz gezogen, was sich im Dschungelcamp abspielt. Während keine Sau sich dafür interessiert, was im Camp Guantanamo passiert. Warum baut man da keine Kameras auf? Nein, wir wollen neben den echten Kriegsherden mit Mord und Totschlag künstliche, bei denen wir die, die man für uns mit unserer Beihilfe quält, irgendwie kennen. Zum Beispiel aus dem Fernsehen oder der Boulevardpresse, was faktisch dasselbe ist. Ein Folteropfer aus Abu Ghraib, erschossene Kinder aus Kunduz, verstümmelte Leiber in den Straßen von Tunis. Das ist schon spannend, aber irgendwie auch schrecklich anonym. Wir, die Nation mit dem zweitgrößten TV-Markt der Welt, wir wollen mehr Reality. Reality-Terror gegen Dritte, auf die wir irgendwie Hass schieben, über die wir uns das Maul zerreißen, denen wir mal so richtig eine einschenken können. Stellvertretend für das, was uns das Leben alles so antut. Nur wir bekommen kein Geld dafür. Machen wir uns nichts vor. Die TV-Nation sitzt selber in einem gigantischen Dschungelcamp und bleibt da, auch wenn das echte Camp längst wieder seine Pforten schließt. Wir schaffen es nicht, auch nur einen einzigen Tag die Glotze auszulassen. Wer jeden Tag Alkohol trinkt, zur Entspannung, ist ein Alkoholiker. Wer jeden Tag Fernsehen sieht, zur Unterhaltung, ist ein Schwachkopf. Dass er es selber nicht mitbekommt, liegt in der Natur der Sache. Prügelnde Väter würden sich auch nicht als gewalttätig bezeichnen, sie machen das immer so. Es läuft auch nicht unter Kavaliersdelikt, sich von als Programmchefs getarnten Menschenfeinden jeden Tag mit Müll kontaminieren zu lassen, nur weil alle dabei sind. Es ist wie bei Gaffern an der Autobahn, die die Rettung eines Verkehrsopfers behindern. Sie sind alle schuldig. Auch oder gerade weil sie nichts gemacht haben, bloß zugesehen. Statt den Notarzt zu rufen oder selber Hilfe zu leisten, behindern Gaffer den Krankenwagen bei der Anfahrt. Um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Jeder, also ausnahmslos jeder, der sich zurzeit vom aktuellen Dschungelcamp gut unterhalten fühlt, ist bereits verroht und damit ein Mensch, der allein durch sein Zusehen Grenzen akzeptiert, also als normal erachtet, die für den gesunden Menschenverstand als grausam und unmenschlich und pervers gelten. Dass das Dschungelcamp alle Quotenrekorde bricht, ist Fakt und sollte uns, also alle, erschrecken, was es nicht tut. Diese im wahrsten Sinne des Wortes Mörderquote deckt auf welchem Level diese Gesellschaft kollektiv spielt. Wir alle sind Unterschicht, wenn wir Unterschichten TV einschalten. Zugegeben, der Mensch gewöhnt sich an alles. Das ist aber keine neue Erkenntnis. Der Mensch hebt auch Massengräber aus, um Leichenberge mit Bulldozern zu verscharren, während er im Anschluss sein Butterbrot isst und mit dem Hund spielt. Kann man nicht vergleichen? Tue ich aber.
säßen die Programmchefs der aktuellen Blockbuster-TV-Formate, wobei ein Blockbuster ursprünglich die Bezeichnung für eine Fliegerbombe war, die bei der Detonation gleich drei Häuserblöcke in Schutt und Asche legte, wären diese Programmchefs in der UNO, wären die Menschenrechte zum Abschuss freigegeben, wenn auch nur zur Primetime. Merke, das Mitleid, das wir bei den Camp-Kandidaten oder Casting-Opfern nicht mehr empfinden, ist uns im richtigen Leben später auch nicht mehr im Weg. Viel Glück!